Das hier sind die beiden stärksten Serienkombis der Welt. Audi RS6 mit 560 PS. Und Mercedes E63 AMG mit 585 PS. Die beiden Karren haben zusammen über 1000 PS. Und Allradantrieb. Und ich nehme mir den Quattro. Dann nehme ich den Benz. Ring frei für das Duell der Power-Kombis. Ja, für mich war natürlich klar, Audi Quattro Allrad Rallye, das ist meiner. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass der Niki den Audi genommen hat, weil der Mercedes nämlich mehr Leistung hat. Außerdem bin ich sehr gespannt, wie der Allrad von Mercedes funktioniert. Der ist nämlich neu. Und ja, ich glaube, das wird ein richtiger Knaller. Der Knaller aus Affalterbach. Sein Vorteil? 25 PS mehr Leistung als der Audi. Ja, liebe Familienpapis, heute haben wir genau das richtige Auto für Sie. Ich sag nur 695 Liter Kofferraumvolumen. Da geht jede Menge Pampers-Zeug und so rein, ne? Aber wir haben vorne auch ordentlich Hubraum. 5,5 Liter Biturbo, 585 PS. Und das Ganze garniert mit 800 Newtonmetern Drehmoment. Reicht das, um Sportwagen zu sein? Wir gucken mal. Der E63 ist die Trumpfkarte im Autoquartett. Zumindest was die Leistungsdaten betrifft. Doch wie schlägt sich der 2 Tonnen schwere Kraftprotz im Querverkehr? Matthias probiert's aus. Das da hinten ist übrigens der Tonassistent. Der ist erst mal rübergekommen. Seht ihr den ja? Ne? Gut, setz dich wieder rüber, Sebastian. Ne? Und schneide ich das nächste Mal. Das ist nämlich wild hier. Test bestanden. Mit dem AMG kann man herrlich driften. Dieser Mercedes ist ein hungriger Wolf im praktischen Kombipelz. Nur die gelochten Scheibenbremsen lassen erahnen, dass hier ein fauchendes V8-Biest unter der Haube lauert. Wer einen dauerhaften Platz in der Schaltzentrale der Macht buchen will, muss schlappe 121.000 Euro berappen. Dafür gibt es Luxus, Komfort und jede Menge Platz. 1.950 Liter Stauraum stehen maximal zur Verfügung. Wir sind ja schon viele Autos gefahren, die sehr, sehr viel Leistung haben, ne? Aber trotzdem ist so ein Auto, was über 500 PS hat und die E-Klasse hat jetzt 585 PS, das ist einfach eine Faszination, die man so richtig mit Worten nicht beschreiben kann. Na dann, ab auf die Piste und zeigen. Neu ist der Viermatic Allradantrieb. Der schraubt zwar das Gewicht um 70 Kilo nach oben, ist aber zur Freude von Matthias hecklastig ausgelegt. Das bedeutet, ein Drittel der Kraft wandert nach vorne, zwei Drittel nach hinten. Das Schöne ist, wenn du sauber die Kurven nimmst, dann schwänzelt das Heck eben nicht. Es lenkt zwar mit, ja, aber es schwänzelt nicht böse. Und du kannst jederzeit schön ans Gas gehen und der Heckantrieb drückt dich raus. Der Frontantrieb hilft ein bisschen mit. Und so sind extrem schnelle Rundenzeiten möglich, denke ich mal. Mehr Leistung an der Hinterachse treibt den Reifenverschleiß allerdings in die Höhe. Alter, ist das geil. Alter Schwede, ist das geil. Alter, ich liebe dieses Auto. Es ist ja unfassbar. Das Auto erinnert mich so ein bisschen von der Allradauslegung an den Audi A8, der auch sehr hecklastig ausgelegt ist, mit dem du wunderbare Drifts hinziehen kannst. Und das kannst du eben mit dieser E-Klasse auch. Und trotzdem, wenn du halt im Winter unterwegs bist, hast du die perfekte Traktion. Also es ist richtig gut gelungen. Auch wenn es nicht so aussieht, diese Familienkutsche kann wie ein Sportwagen driften und genauso schnell fahren. 300 km/h sind mit dem Benz kein Problem. Das ist einfach die Macht auf deutschen Autobahnen. Ich sag's euch, dieses Auto schlägt unter den Kombis keiner. Das sieht Rallye-Ass Niki Schelle anders. Er setzt auf den Audi RS6 Avant. 8-Zylinder Biturbo, 4 Liter Hubraum und 560 PS. Yeah, das marschiert das Teil. So muss das sein. Und geht wie die Seuche. Breit, bullig und aggressiv. Der RS6 ist der Muskelprotz unter den Kombis und hebt die Laune von gestressten Familienvätern. Der V8 Biturbo beschleunigt den gedopten A6 auf bis zu 305 km/h. Keramikbremsen, ein verstellbares Luftfahrwerk und jede Menge Hightech an Bord machen den Ingolstädter zur Wellness-Oase für passionierte Schnellfahrer. Basispreis 107.900 Euro. Dafür gibt es bis zu 1.680 Liter Stauraum. 300 weniger als beim Mercedes.
Also wenn man jetzt wirklich durchstartet mit dem A6. Wenn man jetzt wirklich durchstartet mit dem R. S6. Wenn man wirklich durchstartet mit dem R6, also es ist wirklich Druck ohne Ende. R6 heißt der. Hab ich aber gesagt. R6 hast du gesagt. Ja. R6. R6. Und wieder einschalten auf RTL 3. Wir sind bei Grip auf RTL 2. Und deshalb geht Niki mit dem Audi ans Limit. Der neue RS6 ist zwar 20 PS schwächer als sein Vorgänger, dafür aber 100 Kilo leichter. Mit dem Ding kann man auch super quer fahren und ab geht's. Ah, so ist richtig. Der Allrad verteilt das Ganze wirklich so an alle Räder, wo es sein muss. Da kann man mit dem Ding auch quer fahren. 560 PS, die geben das Übrige dazu. Und weiter geht's, nächste Kurve. Ah. 700 Newtonmeter hat der schon und das Ganze bei 1750 Umdrehungen schon. Also direkt von unten und dann geht es hoch bis 5500. Immer liegt voll Dampf an, da kann man wirklich fahren. So macht das Ganze Spaß. Der Allradantrieb verteilt die Kraft auch im Audi zugunsten der Hinterachse. 40% gehen nach vorne, bleiben 60% fürs Heck. In Sachen Traktion und Agilität sind beide Kombis ganz weit vorne. Niki, die gehen aber schon richtig gut, die Familienbiester, ne? Ja, also für mich echt Sportwagenniveau. Das ist echt also Wahnsinn. Ich glaube tatsächlich, dass wir damit so ziemlich alles an der Ampel nass machen, was so kommen kann. Würde ich auch sagen. Wirklich alles? Wir machen den Test mit der Ikone des deutschen Sportwagenbaus. 1500 Kilo leicht, 400 PS stark und Allradantrieb. Richtig, hier steht ein Porsche 911 Carrera 4S. Wird er die Powerkombis bei einem Beschleunigungsrennen abziehen oder können die Dickschiffe mithalten? So, Freunde, jetzt werden wir dem Carrera 4S und dem Niki Schelle mal zeigen, was ein Mercedes ist. Na? Welcher Pampers-Bomber kann in Sachen Traktion und Beschleunigung gegen einen echten Sportwagen anstinken? Audi oder Mercedes? Wer macht den ersten Punkt im Duell der Powerkombis? Ja, der Porsche ist ja fast 500 Kilo leichter als mein Audi. Und wo er dann neben mir war, dann mit der Launch-Kontrolle. Ah, na, 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 na. Dann haben wir so gedacht, oh, ey, oh ey, da haben wir jetzt wirklich schon ein bisschen zu viel auf dem Putz gehabt. Ja, es ist so eine Situation, wenn man da steht mit drei Autos, das ist immer geil. Das ist halt dann einfach ein richtiges Rennen. Da ist einfach angesagt, okay, jetzt gibt's Feuer nach vorne. Und dann steht am Ende der Sieger fest und das ist eine super Situation, weil es gibt keinen Verkehr, es ist alles safe und du kannst halt richtig reinhalten. Und da geht bei mir auf jeden Fall immer der Puls hoch bei so einem Rennen. Klaro. Für den perfekten Rennstart und die maximale Beschleunigung aus dem Stand haben alle drei Autos eine Launch Control verbaut. Es kann losgehen. Das ist ja Wahnsinn. Alter Schwede, schiebt der an. Na los, ab, auf geht's. Der Mercedes liegt in Führung, doch auch der Audi lässt den Porsche alt aussehen. Keine Chance, aber keiner von den beiden. Der Audi ist direkt hinter mir quasi, aber der Porsche relativ weit abgeschlagen. Ja? Das Drag Race war super spannend. Ich wusste einfach nicht, wie es am Ende rauskommt. Allerdings natürlich nach Zahlen ist der Benz vorne. Laut AMG knackt das S-Modell des E63 die 100 in 3,7 Sekunden. Nikis Audi braucht dafür 3,9 Sekunden. Der Porsche kann trotz Doppelkupplungsgetriebe und Sport-Chrono-Paket nicht mithalten. Alle drei Fahrzeuge haben Allrad, alle sind von einem Premium-Hersteller, also die Allrad-Systeme sind relativ gleich. Da ist jetzt wirklich nicht so die Entscheidung. Bei Matthias Seim ist einfach 1,5 Liter Hubraum mehr und da kommt einfach noch mal ein bisschen mehr Druck und ja, das haben wir jetzt gesehen. Deswegen habe ich ja den Mercedes genommen, ne? Mhm. Unter anderem. Ja. Matthias gewinnt mit dem AMG das erste Duell und führt 1:0. Weiter geht's mit dem Praxistest. Welcher Kombi ist der bessere Lastesel? Welches Auto bietet mehr Reisekomfort? Matthias und Niki haben ein Rendezvous. Ja, schöne Musik immer. Echt? Ja. Hallo. Hallo, Matthias. Hallo, Niki. Niki, servus. Schön, dass ihr hier seid. Ja, aber was haben wir damit zu tun mit der Musik? Ihr dürft uns heute zu unserem Auftritt nach Meßkirch fahren. Das Konzert wird in diesem schönen Schloss stattfinden. Vier Musiker und viele Instrumente müssen dorthin gebracht werden. Welcher Kombi ist dafür besser geeignet?
So, also, Kofferraum ist offen, rein mit dem Zeug. Baritonsaxophon, Alphorn und Trompete. Reichen 700 Liter Kofferraumvolumen, um die sperrigen Instrumente im Mercedes zu verstauen? Was sagt ihr, ist der Kofferraum denn groß genug? Ja. Bisschen mehr Begeisterung hatte ich mir jetzt schon. Für eine kleine Kapelle schon. Für eine kleine Kapelle reicht's, ne? Wirklich für einen Auftritt. Ja. Okay. Matthias legt mit dem E63 AMG vor. Auf halber Strecke wird in den Audi umgeladen. Zum Warmwerden zeigt unser Testfahrer dem Musikverein Wald, wie der Mercedes 5 Personen plus Equipment von 0 auf 100 beschleunigt. So. Oh. Wow. Ah, super. Wahnsinn, genial. Prächtige Stimmung an Bord. Gleich weiter zum zweiten Test. Wie fühlt ihr euch dann da hinten zu dritt? Geht das einigermaßen? Ja. Das ist ausreichend Platz. Das geht, super. Nächster Programmpunkt, schnelle Fahrt auf der Autobahn. Man würde nicht vermuten, dass da so viele PS unter der Haube sind. Und das ist die große Überraschung bei dem Auto. Ein Loblied auf den E63. Die Musiker sind begeistert. Kann der RS6 da mithalten? So, jetzt herausspaziert. Jetzt hat euer Leid ein Ende. Also ich würde sagen, sofort umräumen. Auf geht's, fahren wir mit dem. Der Audi bietet weniger Stauraum als der Mercedes. Passen trotzdem alle Instrumente rein? Ich habe nur das Gefühl, dass das alles ganz schön lange dauert, Niki. Beim Mercedes ging es irgendwie alles einfacher und schneller vor allen Dingen. Im Benz blieb Luft nach oben. Der RS6 ist bis unters Dach voll. Obwohl alle Instrumente Platz finden, verliert der Audi bei der Bewertung des Gepäckraums. Jetzt muss Niki an anderer Stelle punkten. Er versucht es mit ordentlich Schub auf der Autobahn und Geschwindigkeiten über 250 km/h. Ja, jetzt! Und da geht noch mehr. Zum Beispiel mit der 1200 Watt starken Soundanlage. Aber ist das jetzt von der Musik her? Also ist kein Dröhnen nicht oder sowas? Nee, also schöner Sound. Und jetzt zum direkten Vergleich mit dem Mercedes. Der Rennstart von 0 auf 100. Yeah. Ja. Und halt dann und dann. Natürlich auch. Oh. Ja. Wobei der erste Ruck war jetzt subjektiv stärker als beim Mercedes. Ja. Also ich finde es ein wunderschönes Auto. Also das macht richtig Spaß. Zeit für die Entscheidung. Welcher Kombi begeistert mehr? Welches Auto ist praktischer? Welches komfortabler? Matthias und Niki sind gespannt. So, liebe Freunde, wie habt ihr euch jetzt entschieden? Ja. Vom Audi her das Aussehen natürlich, also da hat er gewonnen. Aber da er mein Bariosaxophon ins Auto reinpassen muss, und das ging beim Mercedes einiges leichter. Stehst du ja auf dem Mercedes? Ja. Also für mich ist es eindeutig, der Audi hat gewonnen. Von der Linie muss ich sagen und bin ich leider auch der Audi-Fan. Ja. Raus. Ja. Ich wäre für den Mercedes. Der ist einfach von innen Oberklasse. Okay, 2-2, das heißt, jeder kriegt einen Punkt. Punkteteilung. Okay, na, können wir drüber reden. Der Zwischenstand nach der Punkteteilung, 2-1 für den Mercedes. Ciao. Ciao. Ups, so, Niki, jetzt fahren wir es aus, ne? Rennen. Auf geht's. Yes, Vollgas 5000. Jetzt sind Performance, Handling und Agilität gefragt. Beide Power-Kombis fahren jeweils eine Runde gegen die Uhr. Auf der langen Gerade müssen Matthias und Niki durch einen Highspeed-Slalom fahren, zum Wendepunkt und ab ins Ziel. Das Rennen ist die Königsdisziplin. Der Sieger erhält deshalb 2 Punkte und kann damit das Duell der Power-Kombis für sich entscheiden. Okay, Matthias, du bist soweit? Jawohl. Okay. Race-Start bestätigen, Pedal ab, Gaspedal. So, Baby, jetzt zählt's. So, da kann man bremsen, das geht ganz gut. Einlenken. Und raus aus der Landebahn. Und jetzt kommt der Slalom. Wow! Eieieiei, da fängt ja schon das Tänzeln an, der kleine Benz. Das ist ja vom reinen Sprint her war der AMG ja schneller, aber jetzt ist er ein bisschen dynamischer und da denke ich, habe ich mit dem Quattro vielleicht dann doch eher meine Vorteile. So, wo bremsen wir jetzt? Hier. Oh, das war viel zu spät. Das war viel zu spät. Oh, und drauf
drauf. Yeah, da haben wir, glaube ich, eine Sekunde liegen lassen, Herr Malmedy. Boah, Alter. Boah, er übertreibt's ja wieder. Also, 1076. Und was sagst du, Niki? Matthias, 1076. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, also, es ist wirklich katapultmäßig, wie das Ding da vormarschiert. Ja. So einen richtigen Fehler habe ich nicht erkennen können. Ich auch nicht. Leider. Ja. Leider. Also, du bist dran. Okay, weiter geht's. Das packe ich. Ja, habe ich mal nicht gesagt, dass ich einen Fehler gemacht habe, ne? Dann nimmt er nämlich das Messer richtig zwischen die Zähne und verbremst dich vielleicht auch ein bisschen. Alles Taktik hier. Alles Taktik. Jetzt muss der Audi zeigen, was er drauf hat. Der Niki hat die Hosen voll, ich sag's euch. Bist du bereit? Ich bin soweit. Jetzt komm, muss doch das Audi-Paket hier doch mal zeigen, was Sache ist. Kann der Audi sein Leistungsdefizit in den Kurven wettmachen? Jetzt schön auf den Punkt bremsen, nichts übertreiben. Jawohl, das läuft. Und hier, jetzt können wir die Pferdchen rauslassen. Jetzt geht's noch kurz in diesen Slalom. Fast ohne Traktionsverlust marschiert der RS6 durch die Pylonen. Keine Pylone ausgelassen, da muss man mit Niki ja auch mal vorsichtig sein, dass er nicht bescheißt, ne? Bis jetzt kann der Audi dem Benz das Wasser reichen. Los, Pferdchen! Iha, iha. Doch die Strecke ist anspruchsvoll. Oh Gott! 300 Kilometer Bremsweg. Das ist, ganz ehrlich, nicht gut. Niki hat sich wie Matthias am Wendepunkt verbremst. Der RS6 hat weniger Leistung als der Mercedes. Doch der Allradantrieb ist Audi-typisch perfekt abgestimmt. Reicht das für eine bessere Rundenzeit und damit den Gesamtsieg? Yes! 108,3. Yeah. Der E63 ist 0,7 schneller und gewinnt den Vergleich mit 4:1 gegen den RS6. Mist. Ja, geiles Rennen. Aber ich meine, es passt im Prinzip dazu, wie der Mercedes besser beschleunigt. Hm. Vom Fahrverhalten, glaube ich, sind sie sehr ähnlich. Genau, fahren sie relativ gleich. Also von dem her würde ich ganz ehrlich sagen, okay. Ja, hat auch so Spaß gemacht. Wer hat gewonnen? Ja, Matthias mit seinem AMG hat natürlich gewonnen. Wer ist der beste Powerkombi der Welt? Ja, der AMG ist der beste Powerkombi der Welt. Ein schöner Tag, Niki. Tschüss.